6 Zombies, 5 von diesen Schwebeviechern, nochmal weitere 20 von diesen Schwebeviechern und 5 Hüpfer. Jo. Ja, alles gut aus. Der Feuerturm ist super. Aber nur wenn die Teile ruhig stehen und der macht keinen großen Flächenschaden. Das heißt, eigentlich macht der nur Sinn, um den direkt auf den Kern zu ballern. Oder ich mache die Damage-Zone für die Bodeneinheiten, aber die fliegenden Viecher, die sind damit sehr schwer zu treffen. Das wäre aber deine Runde dran, weißt du, ne? Ja. Ich bin dumm. Und eine Flak dabei. Stimmt. Ah, oh, da ist man. Na, ein bisschen nach vorne vielleicht. Hier so, ne? Ja, klau den Block oder so. Ich will dich nicht zu weit nach vorne stellen. Hallo. Oh, kaum Punkte. Nö. Bin billig. 1000 Damage, jo. Kann man anbieten. Soll ich noch einer bauen oder wie? Erst mal gucken, wie die sich schlägt. Ne, Markus hat nur Spaß, mir immer nur einen Punkt zu geben. Ja. Ach, der. Wo ist denn das Flak? Ach, das ist. Na. Auf der Bahn. Das sah ja irgendwie witzig aus. Das ist ziemlich gut. Ich hatte letztens in einem anderen Spiel jemanden, der den genutzt hat. Die ist super. Mhm. Mein Player sieht auch lustig aus. Die sind cool, aber die sind unglaublich ineffizient irgendwie. Wenn man nur die benutzt, dann geht das. Was es ineffizient macht. Das hat eine andere Taktik. Naja. Gesundheit. Ich habe einen Mute-Knopf vergessen. Mute-Knopf, ja. Erzählen, Schleuder. Nein. Das ist doch nur das. Nein. Das ist eine normale Reaktion auf die Umwelt. Sag ich doch. So. Würdest du deine 224 Punkte noch irgendwo rein investieren? Hättest du die Güte? Nö. Arsch. Na wohl, machen wir den voll. Na, ich glaube, ich bleib erstmal noch hier unten und gehe dann nachher in den Rolfinator. Rolfinator, Name. Geht Markus dann da oben rein, oder? Nee. Nein. Ich sag dir, ich gehe im Verlauf der Runde da rein. Das hast du nicht gesagt, du hast gesagt nachher. Nachher, ja, das meint. Dachte ich an eine spätere Welle. Ich glaube, ich helfe mal bei den Zombies. Doch, dachte ich wohl. Hast du aber nichts zu denken. Du hast mir nichts zu sagen, was ich denken habe. Die Gedanken sind frei. Die Zombies Gedanken sind frei. Die Zombies kriegen eigentlich fast allein down, wenn ich nur Platz hab. Ja, läuft da. Machen die halt gemeinsam, ist ja kein Problem. Nett. Boom. Junge, du warst falsch rum. Hi. Oh. Soll ich mal? Ja, ich mal. Alles gut. Hallo? Waffen wechseln? Ich kann eine Waffe nicht mehr wechseln. Bug. Bist du mal ins Flak oder so? Ja. Ich kann alles. Ich habe gerade alle Zombies an mir. Also die laufen an mich rum. Das ist kein Problem. Okay, sehr gut. Ach, bleibt noch einer. Nehmen wir. Ah, der liegt da. Ja. Ganz einsamer. Oh, bin da echt zu langsam für. We made it. Zeitlimit. War die Flak denn wertvoll? Ja, war sie.
3000 Schaden. 300.000. Ja, ja. Ich hab 100, ist egal. 300? Okay, war noch eine. Ja, gib her, gib her. Ja, nee, du selber bist du. Ach, direkt davor, so. Was? Ich wollte nicht. Was soll's? Sie geht halt nur auf die Fliegeviecher und da ist sie auch okay, weil es hier nur Fliegeviecher gibt. Ja, fast. Ein steht. Schwamm und fünf Bohrenträger. Gehen wir auf die Banderleute, ne? Wer ist eigentlich dran? Markus, ne? Egal. Egal, jetzt eigentlich. Ja, aber okay. Ich gehe dann im Verlauf hoch. Eben. Klar. They're on their way. Hallo, danke. Ich glaube, immun zu sein. Ja, mit durchgehen. Alles gut. Das Hochhüpfen von denen geht mir so dezent auf den Sack. Echt? Solltest du eigentlich nicht. Kannst auch wunderbar zielen bei. Meine Raketen fliegen recht langsam. Wenn ich Schüsse schieße, was macht man sonst mit Schüssen? Leck. Und sind die erstmal, zwei, drei Schüsse am falschen Ort. Okay, ich heb jetzt die Schüsse lieber auf für, falls wir so im Kern kommen. Oh, ja. Das sind wirklich schwer zu treffen, ne? Ja, einigermaßen, ja. Ja, okay, das ist nicht so gut. Der ist runtergefallen, aufstehen. Und ein Schwamm. Ach Gott. Mehr. Mich stört es halt immer mit den Waffen hochzuzielen, weil ich eben diese Projektile habe, die in der Luft gerne mal daneben gehen und dann sind die einfach im Nichts gelandet. Wie? Aber sie schillern ganz schön, muss man sagen. Das tun die wegen meinem Brand. Nee, sie schillern auch grün. Mein Brand brennt nicht grün. War das Flak jetzt auch so gut? Ja. Einigermaßen. Die haben sich ihren Schaden jetzt halt geteilt, also. Mhm. Aber das passt eigentlich. Aber die dürften so ziemlich jeden Flieger von dem Kern abgehalten haben, oder? Ja. Ich habe sie kurz angeschwächt, aber ansonsten. Wollen wir nicht langsam nicht mal wirklich eine Damage Zone aufbauen, anstatt da oben ja. zu bauen? Hab ich vor, ja. Macht ihr. Am besten Feuerleit hier. Feuerleit wohin? Dahin. Wo jetzt die Ampel ist. Und dann die Amp gleich drunter. Ja. Das war in etwa auch mein Gedankengang. Und ist schön mittig. Na wohl, eins nach rechts könnte ich machen. Mhm. Ja, doch. Erreicht das noch die vorderste Flak dann? Ja. Ich sehe gerade, schau mal die Reichweite der Flak jetzt an. Der inneren. Alter. Fuck, deine Gauss. Mhm. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Ihr könnt ja mal die Leittürme upgraden, wenn ihr wollt. Klingt für mich ziemlich schlau. Ah. Na super, mir fehlt 7. Anscheinend habe ich irgendwem was gegeben. Ja, mir ganz am Anfang, du erinnerst dich. Ach, stimmt. Wofür? Was brauchst du denn? Alles gut. Nee, ist jetzt schon. So, hier ist alles voll. Ja. 140 Punkte haben wir noch. Damit kann man eine schöne ACP bauen. Ich glaube, das, was du dir in der Mikrowelle zubereitest, ist jetzt fertig. So. Was? Pieps bei dir. Bei mir pieps? Nö. Mhm. Nö, ich höre kein Piepsen. Na, jetzt nicht, aber vorhin so ein Alarmton piepsen. Nö, muss dem Spiel gewesen sein, oder bei dir? Seltsam. Jetzt. Ich habe immer nichts gehört. Hä?
Egal, vergiss das. 140 ja. Punkte würden auch genau für eine für einen Raketenturm reichen. Ja, machen wir es so. Packen einfach dahin dann, ne? Ja. Ja. Passt. Mal gucken, was Let's kommt go. Denn da? Da kommen Mutanten, da kommen Zombies. Und Flieger. Ich geh für die Zombies, wenn das okay ist. Jo, dann mach ich die Mutiere platt. Ich mag die Mutanten einfach nicht. Ist nämlich der Unterschied. Ja, die Mutter gehen kotzer. Stimmt sowas. Nein, ist er. Wieso ist er bei mir? Wieso geht er auf die Zombies? Weil das sein Ziel ist. Das ist sein Auftrag. Wer ist denn eigentlich dran? Bobby, glaube ich. Was ist mit mir? Dran mit Kolfinator. Ja, es ist nicht. Okay, dann nehme ich den jetzt. Ja, sonst kann ich aufgeben, dann tauschen wir. Bin doch schon da. Okay. Bah. Hallihallo, Mädels. Und sagen wir, von der Plattform aus kann man die Fliegeviecher recht gut treffen, bei der Schrot. So ein bisschen auch richtig funky aus, wenn die. Ja. Pink. Voll süß. Nein. Du stehst nicht auf. Platz. Buga. Zwei schwere Kampfläufer. Nice, auf die gehe ich dann. Okay. Oder zumindest auf einen von den beiden, weil die brauchen trotzdem eine ganze Weile, bis die down gehen. Gatling, Kanone, okay, ich baue nicht aus. Wie lässt mein Fokus hin? Geht noch Punkte, aber egal. Geht alle Punkte. Ja, nächstes Mal. Achso, jetzt bin ich dran. Ja, oh, soll ich? Willst du nicht? Ich meine, ich kann auch selber, weil ich habe jetzt nicht. Weil die schweren Kampfläufer würden sich da wahrscheinlich gut eignen für. Ja, ich mach das wie gesagt im Verlauf. Sobald die hier auf die Demonstration treffen. I'm ready. Ist bei den Kampfläufern die Anvisiermunition oder die normalen Raketen besser? Ich glaube fast die normalen, weil die ich glaube von oben. Oder von allen Seiten eigentlich. Nee, aber ich habe ja gelesen, dass die die Kampfläufer absorbieren eine bestimmte Menge Schaden. Du bist leicht im Weg, Digga. Ich merk's. So weit bin ich nicht. Nein, Digga, alle. Ist mir schon klar. Kampfläufer down. Ui, das fliegt. Spuckermaterial. Mein nächstes Ziel, weil er mich angreift. Ja, die sind. Vor allem halten die einfach endlos viel aus. Down. Wo ist der Kampfläufer hin? Da. Oh, da.
System noch zerfetzt. We're clear. Schön. Die Runde sieht mir sehr leicht aus, das ist kein gutes Zeichen. Die Runde ist sehr leicht. Das haben wir schon erklärt. Die erste Map hier ist, DCS ist verdammt schwer, die zweite ist unglaublich einfach, die dritte ist daneben und die vierte ist wieder schwer. Nein. Egal, ich wollte eigentlich eher sagen, dass das hier mir eher so vorkommt, als würde das aussagen. Danach kommt Zeitlimit plus Boss. Ja, irgendwie sowas. Möglich. Das schreit für mich quasi nach, danach kommt Zeitlimit plus Boss. Wollen wir mal wieder bloß eine Welle zuschauen? Dürfte hier klappen. Mit den Flak und den Rest. Können es mal versuchen, ich glaube die Sporenhütte kriegen wir nicht automatisch platt, aber dann können wir immer noch angreifen. Simon, deine Plattform. Was ist meine Plattform? Wo? Ja, deine Plattform. Achso, meine Plattform. Das war jetzt nicht ganz der Plan, aber ja. Einer war's. Ja, das ist mir klar. Hast du das jetzt gerade bayerisch ausgesprochen? Besser passt, kann ich es auch dein. Passt. Dann schauen wir nur zu. Jo. Bis wir ausschließlich zu gucken, oder? Bis wir eingreifen müssen. Ja. Ich schau von der Gatling. Ich schau von dem Kanonenturm aus zu, von dem großen. Okay. Muss ja nicht schießen, aber ich habe hier einen schönen Überblick, da hier ich. Ja, dann gehe ich zur Plattform hoch. Ui. Okay. Ach, du auch hier. Das ist der beste Platz hier. Ich mag meinen auch sehr gerne. Erster Schuss, so ein kleiner Pump-Tot. Aber da kommen 5 von diesen blöden Viechern. Glaubst du, die gehen kaputt? Ja, dachte ich doch gerade schon, wahrscheinlich eher weniger. Mit Fokus und allem. Ach, die 20 Flieger kommen ja. Ach, ich hab ja die, ja. Ne, das darfst du nicht flach. Eben. Und ansonsten habe ich hier den Turm, in dem ich immer noch auf den Kern schießen kann. Aber vorher greife ich nicht ein, bis sie am Kern sind. Jo. Ja. Aber die Flak ist echt cool. Look at that beauty. Yes. Macht auch richtig viel Schaden. Die Flak ist. Es ist halt so, das ist halt wie die ACP, die macht richtig Schaden an keinen Crit an die rumbrennt. Ja, fliegen so nah, die kann man falsch anpassen. Das ist bei mir auch, aber hier, die fliegen mir auch direkt vor die Nase. So, da haben wir auch nicht mehr viele. Doch, wir haben noch alle 5. Aber die sind kaputt. Die leiden ganz schön, ja. Woher der Schaden? So, das muss so sein. Achso, die haben uns angeschossen da unten. Ja, deswegen. Ja, da kommt nochmal was, oder? Ich glaub, ja, da müssen wir angreifen gleich. Nee. Nicht? Nö. Die gehen doch gerade erst in die Damage-Zone rein. Die werden alle verwecken. Und sobald die da raus sind, kann ich auf die ballern hier. Sind doch schon alle tot. Ja, jo, okay. Und Zeitlimit, wie gewusst. Und kein Boss. Die Welle ist immer noch leicht. Ich bin enttäuscht. Wollt ihr jetzt bin verwirrt. Je mehr leichte Wellen kommen, desto mehr erwarte ich gleich irgendetwas Schreckliches. Wie ich bereits sagte. Du, ist mir egal, was du sagst. Ich gehe auf die an. Weil es nicht immer stimmt. Manchmal aber schon. Es wäre aber keine epische letzte Map mit dieser. Also überhaupt diese epische Musik an sich. Das macht keinen Sinn bei so einer leichten Map dann. Ja, gerade deswegen macht es Sinn. Yeah. Als Verarsche. Habe ich auch gemacht. Wer will in den Turm rein? Keine Ahnung, mir egal. Ja, gehe ich gleich wieder. Let's get going. Ja, ich mach den Schwamm. Natürlich machst du den Schwamm. Ja. Dann gehe ich davon auf den Kampf, die Kämpfer. Ah, die Kanone streut so.
deinen erwischt. Hoch, da hab ich deinen erwischt. So. Oh. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Radius? Radien. Echt? Ja. Warum? Bist du da jetzt drauf gekommen? Weil ich eigentlich sagen wollte, dass die Explosionsradien von den Teilen, also von den Sporen, einfach viel zu enorm sind. Ja, das stimmt wohl. Platz! Schön. Oh, ich war gar nicht im Sonder. Ach, was soll's. Nee, die ist auch immer noch nicht schwer. Relativ einfach, ein bisschen mehr Fliegeviecher. Da müssen wir vielleicht eingreifen, aber ansonsten. Da müssen wir vielleicht eingreifen. Die Türme hier, die haben. Wir wissen, dass die Türme mindestens die Fähigkeit haben, 300.000 Schaden zu machen. Und die machen beide bis jetzt 160.000. Also. Ja. Die können das Doppelte handeln. Das ist nicht das Problem. Da ist ein Flugzeug. Up. Welche Türme wollen wir machen? Flak? Nein. Klaus vielleicht? Einfach nur Fokus. Die Arme. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Weiter. Ja, wir können noch einen zweiten Fokus machen für die letzte Welle. Ja, bleib stehen. Da, mach zweiten Fokus. Nice. Wo passt es denn? Vor allem den. Wo kommen die ganzen Türme ran? Das wäre dann hier. Müsste eigentlich überall sein. Ja, der kriegt natürlich ihre Reichweite, also kann er auch hier hin. Ja, passt. Kannst du auf die Schwäber gehen vielleicht? Ja, ich versuch's. Ja, ich meine, wenn du weit genug weg bist, kannst du den ja locker in den Rücken ballern auf die Entfernung. Die laufen ja jetzt eine ganze Weile geradeaus. Ja, aber das einzige Blöde ist, wenn die so hin und her laufen. Tun die ja erst später. Die laufen erst den geraden Weg. Nee, das ist das Ding. Da der Weg da, die Brücke 2 breit ist, oder mehr breit sogar, 4? 3. 3. Laufen die da random rum. Echt? Ist mir nicht aufgefallen. Dann erwische ich nicht gescheit. Dann gehe ich hier auf die Rambos, ne? Die natürlich beim geradeausrennen erstmal einen höllischen Speed drauf haben. Ignoriert mich einfach, ist okay. Ja, das tun sie auch. Aber die würden mir so viel Schaden machen, wenn die mich wirklich treffen würden. Oh, jetzt hat er mich runtergeschmissen, der doofe Schweber. Ja, stimmt. Hier auf so einer offenen Map werden die Viecher problematisch. Ui. Ich kann zuschauen, das wusste ich gar nicht. Ich tot bin, kann man zuschauen. Ja. Du spielst jetzt schon so lange. Und du weißt erst jetzt, dass man. Ja, egal. No comment. Ich hab immer Phoenix bewerben. Dreh dich um. Oh, die Schweber gehen aber schön down. Durch den Fuki. Ah, stimmt, das sind ja Fliegeviecher, ne? Die werden einfach in den Turm angeballert. Echt nice. Hui. Einmal. Haben wir eigentlich Schaden genommen, diese Runde? Nee. Ja, jetzt kommt schon eine fast schwere. Die könnte echt fast hart sein, ja. Naja. Ja, weil es so viel ist und so viel verschieden. Nee, dann kriegen.
Ich muss aber sagen, die Flachs hatten ordentlich zu tun. Die haben jetzt beide fast ihre 300.000 Schaden gemacht. Echt? Ja. Nicht schlecht. Aber jetzt auch wieder weniger. Flugraum können wir dann erstmal in Ruhe lassen und dem Flachs überlassen, weil es ist echt nicht viel. Eben. Drängt Overcharge. Ja. Nein. Lieber nicht. Ich darf es machen. Dann laufe ich ein bisschen Richtung Zombies. Zumindest ein bisschen. Okay. Bis die Zombies gassi. Okay, ready. Klar doch. Ja, unterstütz dich mal, das sind ein paar mehr. Da, schon wieder. Hat's gemacht, krass. Sicher, dass irgendwie irgendein Map-Element ist? Nein, ich seh dich. Ein Teamspeaker, weil er dein Mikrofon angeht. Aha. Ich hab's aber definitiv nicht gehört. Oder ist dieses Piepen vielleicht noch nicht stummgestellt? Das gibt's nämlich auch. Nee, dafür habe ich eine Ansage. Okay. Ich meine, wenn du sprichst, wenn du stumm bist. Wenn du sprichst, das kann du sein. Ja. Das ist nicht das Standardpiepen, ja. Das kann sein. Das kennt ihr ja nicht, weil ihr ja immer nur irgendwie. Ja. Warte. Nein, wir warten jetzt nicht, du kämpfst noch zu Ende. Ja. Ah, ja, das ist es. Oh, meine Mikrowelle. Ja, das hat sich echt so angehört, ey. Wie so eine Mikrowelle, die fertig bla, 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 dummes Getue, bla, bla, Mikrowelle, bla, bla. Gelbana. Ich wusste das gar nicht, dass Teamspeak da einen sich nervt mit dem Piepen. Ich muss sagen, von dem Piepen hätte ich jetzt gar nicht mehr sagen können, weil ich habe nutze seit Ewigkeiten das Turret Sound Pack und dann sagt die immer Hi! Hi! Wenn du mich daran zu erinnern, dass du gemutet bist. Ja. Geht einem auch auf den Sack, aber das ist besser als das würde piepen. Ja, das Piepen ist echt hässlich. Oh, das ist noch ein Zombie. Ja, hallo. Was machst denn du da? Der letzte? Nee, sind noch ein paar. Noch einer. Aber wo? Da. Da. Hier unten. Kriecht und fleucht. Ey, komm in die Tat. Bam. Hui, mit R. Dück. Ach ja. 23! Provisorische Kanone. Oh! Alter! Ja? Spawnt einen schildtragenden Wehrpflichtigen, wenn du einen Gegner tötest. Maximal 5 Wehrpflichtige gleichzeitig. Oh! Okay. Minions! Aber die tragen halt nur Schilder. Und die nächste Version ist. Beste Freunde. Spawnt 8 Wehrpflichtige am Kern. Nach jeder Welle füllen Reservisten die Lücken. Das heißt, das ist so ein anderes Kern-Upgrade, dass da eben 8 von den Leuten rumstehen. Das ist aber cool. Ja. Ist, glaube ich, besser als dieser Schadenskern. Haben wir überhaupt noch drin oder haben wir nur den Stun-Kern? Den Heilkern? Also aber der Schadenskern. Hab ich hab den Heilkern. So, Simon? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hab gar keinen. Aber diesmal habe ich auch kaum Volltreffer gelandet. Naja. Mhm. Ich darf umso mehr, was mich wundert. Stimmt, ich habe mehr als Corby. Boah. Aber nicht viel. Wenn du sie mal ausschaltest, das ist wirklich nicht viel. Ja. Ey. Ein bisschen drüber. Wir müssen sie mal ausschalten. Ja. Yeah. Wir haben exakt gleich oft gehüpft, kann das sein? Freue ich mich auch gerade. Oder ist das bei dir so ein Hauch mehr? Nee, für mich schaut es auch 50-50 aus. Kannst du im Geodreieck drüber gehen, nachher. Ja, wünsche ich halt eins.
Wir sind jetzt schon so lange drin, dass die Musik neu startet. Wow. Ja. Na dann los, zurück. Happy. Das war eine echt coole Map, muss ich sagen. Ja. Ja, weil es einfach war, wie es sah. Nee, ich meine auch die Musik vor allem.